Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu SAK TV Markt. Die Nachfrage nach Wärmepumpen zur Sanierung von Heizungsanlagen im Gebäudebestand steigt rasant. Doch worauf ist beim Umstieg auf diese neue Heiztechnik besonders zu achten? Der neue VDZ-Leitfaden Umsteigen auf die Wärmepumpe liefert hierzu die wichtigsten Informationen und Anleitungen für SAK-Handwerksbetriebe. Besonders Fachhandwerker ohne Erfahrung in der Installation von Wärmepumpen wird so der Umstieg von klassischen Feuerstätten erleichtert. Denn so werden zentrale Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten thematisiert. Der Leitfaden gibt den Betrieben dazu einen Überblick über nötige Anpassungen bei Planung, Installation und Wartung sowie auf Weiterbildungs-, Unterstützungs- und Informationsangebote. Mit Komfoplan Plus präsentiert Zehnder eine umfangreiche und kostenlose Planungssoftware, mit der sich Lüftungskonzepte nach DIN 1946-6 noch komfortabler, schneller und ansprechender erstellen lassen. Zehnder bietet damit allen Baubeteiligten wie Planern, Architekten und Fachhandwerkern nicht nur mehr Planungssicherheit, sondern ermöglicht auch eine effiziente Durchführung und damit zufriedene Kunden. So können Bestellungen schnell und einfach veranlasst werden. Das fertige Lüftungskonzept lässt sich als ansprechendes PDF-Dokument exportieren und kann so dem Kunden überzeugend und anschaulich präsentiert werden. Weiterbildung ist der beste Weg zum Erfolg. Das weiß auch Willeroy & Boch und bietet daher mit der V-Academy Trainings zur Weiterbildung an. Persönlich und kompetent begleitet von Profis, die die Stärken der Teilnehmenden erkennen und fördern, kompakte Video- und Online-Kurse bis zur Weiterbildungsreihe mit IHK-Zertifikat bilden die Basis für nachhaltigen Erfolg im beruflichen Alltag rund um Planung, Beratung und Installation. Von technischen Trainings mit umfassendem Produkt- und Montagewissen über flexible digitale Trainings bis zur hybriden Trainingsreihe für Führungskräfte im Handwerk. Die V-Academy überzeugt mit einem ausgewählten Trainingsangebot, abgestimmt auf die jeweiligen Bedürfnisse und Ziele der Teilnehmenden. Last but not least haben wir noch eine brandneue Innovation von Hansgrohe, die dazu dienen soll, effektiv Wasser zu sparen. Stichwort Nachhaltigkeit. Was es mit der Green Vision genau auf sich hat, erklärt uns jetzt Steffen Ehrath, den wir bei der Enthüllung auf der ISH in Frankfurt getroffen haben. Wir zeigen hier die Green Vision. Das ist ein Badezimmer in Einklang mit Mensch und Natur. Wir sparen hier 90% Wasser, Energie und CO2. Und ihr seht hier eine Dusche, die nur 10 Liter Wasser verbraucht. Wenn ihr euch die Kopfbrause anschaut, die signalisiert 10 Liter Wasser, das Licht wird weniger und nach 10 Liter ist vorbei. Man wird wirklich rein. Hier geht es um die körperliche Reinigung mit dem minimalsten Ressourceneinsatz. Wir haben hier Brausen, Seitenbrausen mit 1 Liter pro Minute, eine Kopfbrause mit 2,5 Liter pro Minute. Und das Wasser wird sogar ein zweites Mal wiederverwendet. Das heißt, wenn man danach auf die Toilette geht, dann nutzen wir die Spülung für die Spülung des Duschwassers ein zweites Mal. Ihr seht es hier. Außerdem möchten wir gern, dass das Toilettenpapier weniger wird, idealerweise komplett vom Badezimmer verschwindet. Und das kriegen wir hin, indem wir uns einfach mit einem Dusch-WC reinigen. Und zu guter Letzt haben wir noch eine Waschtischarmatur. Hier kann man sich die Hände reinigen mit 0,4 Liter pro Minute. Das ist 10-mal weniger wie bisher und es funktioniert. Das Ganze ist die körperliche Reinigung. Wir haben aber auf der anderen Seite auch noch genügend Platz für die mentale Hygiene. Wir können hier in diesem Sessel drunter liegen, mit dem Wasserdampf die Wärme genießen. Hier ist Licht drin, Aromatherapie. Du nimmst einfach diese Kuppel, ziehst sie runter und dann kannst du total entspannen. Das heißt, im Badezimmer der Zukunft sparen wir 90% Wasser, Energie und CO2 und trotzdem haben wir auch einen Platz, um richtig runterzukommen. Und das Gute ist, du kannst hier mit deinem Bademantel reingehen. Das heißt, anders wie bei einer Wanne, musst du nicht warten, bis die Wanne voll ist. Du musst dich nicht komplett ausziehen und danach dich wieder richten, sondern das ganze Ding ist auf einmal snackbar. Das heißt, wenn ich Lust drauf habe, mal zu entspannen, setze ich mich in den Sessel rein, nehme die Kuppel, ziehe sie runter und ich kann für ein paar Minuten entspannen. Das kann im Badezimmer sein, das kann aber auch im Büro sein, das kann im Wohnzimmer sein. Das heißt, das Badezimmer weitet sich praktisch aus im gesamten Haus. Ja, und für dieses Konzept haben wir den German Innovation Award 2023 sogar gewonnen. Und wir dürfen das jetzt diese Woche exklusiv hier auf der ISH präsentieren. So, das Ganze ist ein Badezimmer der Zukunft, es ist ein Konzept. Das heißt, es gibt nichts zu kaufen, sondern hier geht es darum, einfach eine Diskussion anzuregen, zu inspirieren, sodass die gesamte Immobilienbranche sich Gedanken macht, wie man eine nachhaltige Zukunft gestalten. Ja, liebe Zuschauer, das war's für diese Woche mit der Marktsendung. Morgen geht's hier wie gewohnt mit meiner Kollegin und den Nachrichten weiter. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.